Ja, sieh, was die Malen hat. Grüß euch, die Buben. Ja, wie man sehen kann, ich bin wieder an der Donau von Nemorm unterwegs. Wir haben traumhaftes Wetter. Es ist Freitag Mittag. Es ist ruhig. Ich hoffe, die haben alle aufgehört wegen dem Hackeln, dass ich keine Geräusche habe. Und ja, was habe ich vor? Ich will da früher ein bisschen zischen. Da habe ich einen Platz gefunden, da war ich glaube ich schon zweimal sicher dort. Das will ich mir wieder aufsuchen, wenn ich hinkomme. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich hoffe, ich finde es. Müssen wir dort ein bisschen niederlassen, müssen wir es ein bisschen gemütlich machen. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Platz finde und dann schauen wir einfach weiter. Ja, schade. Da ist gerade so ein schöner Silberreher vorbeigeflogen. Spät gesehen. Aber da ist eine ganze Menge unterwegs. Bussard. Wahnsinn, was da los ist. Überall da alles angeknappert vom Biber. Ja, mir ist auch ganz schön warm. Ich muss da jetzt noch ein bisschen entlang gehen. Ich glaube, da vorne komme ich dann auf das Platzl hin. Da vorne sehe ich in einer Silberreihe sitzen, aber der ist verdammt weit entfernt. Ja, genau in der Mitte vom Bild sitzt er. Das weiß ich drum. So wie es da ausschaut anhand der Spuren, ist das sowieso ein Tierpfad. Schauen wir weiter. Aber eins kann ich sagen. Ich bin eindeutig zweimal zu Bist und Arsch. Ich glaube, das ist mein Baumstamm da, wenn mich nicht alles täuscht. Es schaut natürlich anders aus, weil jetzt weniger Wasser drin ist. Ein Hopperl habe ich auch gerade gemacht, Wurzel drin hat er gestessen. Natürlich geflogen, wie eins. Naja, kann passieren. So, Platzl ist da und da gehen wir jetzt einmal hin. Ja, das ist zwar das Platzl nicht, das hat ein bisschen anders ausgeschaut, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Aber es sah recht schön. Vielleicht täusche ich mich auch, brauche ich nur ein paar Bäume umgefallen sein, dann schaut es schon anders aus, aber ich hätte mir eingebildet, das war anders. Ja, wurscht. So, mein Refel ist ja daheim, weil das schön warm ist, brauche ich nicht mehr. Und jetzt haben wir was anderes mit. Auf Cowboy-mäßig. Ah, bist du deppert, ich muss mich ausziehen. Wahnsinn. Ja, ich muss gestehen, heute ist wirklich angenehm ruhig. Ich höre zwar in weiter Ferne was, aber das ist harmlos. Ja, mein T-Shirt habe ich wieder dabei. Und was mir da jetzt aufgefallen ist, da passt mein Pico-Grill eigentlich den Auto dahinten und ist eingeklemmt. Perfekt, oder? Ja. Brauchen wir aber heute nicht, ist mir viel zu trocken. Denn ich habe heute einmal einen neuen Kocher dabei, habe ich im letzten Video schon mal kurz erwähnt, der ist gekommen. Und da möchte ich mir jetzt eigentlich nur mal wirklich so eine Tassensuppe machen. Wahnsinn, wir haben da 24 Grad. Ja, kein Wunder, dass ich mich heiß war mit dem ganzen Zeug. Könnt ihr schon bald eine kurze anziehen. Ja Freunde, so richtig Ruhe hat man auch keine. Jetzt ist gerade so ein Leichthubschrauber da vorbeigeflogen, aber gut, was so ist. Ich zeige euch jetzt einmal mein Minimalset, was ich dabei habe. Ich meine, das habe ich eh meistens mit. Das ist der 750 Milliliter Topf. Und da herinnen habe ich auch noch meinen Kaffeebecher. Da drin habe ich jetzt einen Teil von den Kocherzeugs. Zeige ich euch aber alles gleich noch einmal. Und da herin ist jetzt quasi der eigentliche Kocher. Also eigentlich der Kocher nicht, sondern der Windschutz. Ist von der Firma X-Boil. Lasst sie einfach super zusammenstecken. Ist dann fix und fertig. Den gibt es in verschiedene Gressen, aber ich sag, ich möchte da noch eine eigene Vorstellung dann drüber machen. Da zeige ich euch das noch alles genauer dazu. Dann ist da noch so ein kleines Dosel dabei. Und
In den Dosal sind noch drei so Viers dabei. Die braucht man nämlich dazu. Die hängt man nämlich da ein. Dreimal. Wenn es nicht runterfällt, sonst sind es nur zwei. Und auf das stülpen wir dann für den 750er. Der passt dann so schön drauf. Da drunter in das kleine Dosal kann man befüllen mit Spiritus, Brenngel, kann man aber auch Esbit reingeben. Das ist auch ganz klar, steht da nicht, aber ist ja wurscht, das geht ja nur ums Zeigen. Also das ist jetzt das Teil. So schaut das aus. Stellt man eigentlich da her. Da füllt man halt Beinpasta, Spiritus oder sonst was rein. Stellt man schön drüber. Und auf den stellt man dann sein Topf. Aber jetzt plappern wir nicht viel mehr drum. Machen wir das Tassensuperl. Da brauche ich 180 ml Wasser. Fahre ich an, machen wir so. Ja, und hat es natürlich schon. So, und die Premiere geht los. Erstes Kochen mit dem X-Boil. Ja, Deckel drauf. Ja, ich habe zwar jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube zwei Minuten. Ein Futter ist, dass die Griffe hier eigentlich rausstehen im Freien sind, kann man die auch locker angreifen. Also das ist schon optimal, gefällt mir. So, den Oberhemd fahre ich da in die Löcher rein und hebe den Wecker. Und jetzt da stellen wir das einfach da drauf und löschen das Gel an. Ich möchte mich da mal bei allen, was die Kommentare geben, wir mal herzlich bedanken. Das ist immer so eine Freude, das zum Lesen. Das baut mir richtig auf, das taugt mir unheimlich. Ja, das ist das. Die Kommunikation mit den Leuten ist halt schon gewalttätig, das taugt mir. Ja, ich versuche auch nach wie vor, mir bei jedem einzelnen Kommentar noch was zum Dazuschreiben. Im Augenblick geht das auch noch. Ja, die Abozahlen steigen bei mir auch wieder. Dafür herzlichen Dank auch an alle neu dazugekommenen. Und einen besonderen Gruß möchte ich noch ausrichten an den Günthi Waldmann. Der gilt besonders für ihn und für seinen Sohn, den Lukas. Die beiden schauen mich genauso gern an. Und sein Sohnemann ist immer mit dabei, wenn der alte Wolf unterwegs ist und schaut auch sehr gern zu. Grüß euch ist zwar. So. Jetzt werden wir schauen, ob das Superl soweit ist. Aber ich lasse mir jetzt mein Superl schmecken. Mahlzeit. Gibt doch nichts Besseres wie eine heiße Suppe, wenn es heiß ist. Aber geil, so für ein Zwischendurch. So, aber jetzt esse ich die schnell einmal in Ruhe. So, dann was mit den Lackerl essen. Muss mal Käffchen trinken. So, ich hoffe, das reicht mir nicht, muss ich nachladen. Einmal braucht man nicht viel dazu. So, jetzt ist er durch. Ah, schauen wir mal. Wie gesagt, ich fahre halt da mit zwei Stadeln rein in die Luftschlitz und kann den dann gemütlich aufheben. Aber da ist immer noch eine Brennpaste drin. Die lasse ich jetzt ausbrennen, weil ich es ja nicht mehr brauche. Ja, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Der erste Gruß gilt natürlich wieder mal in meinen Krankensaison. Die habe ich lang nur vernachlässigt beim Grüßen. Bei den Wortlosen hole ich natürlich jetzt gern wieder nach. Und
werdet mir gesund, Freunde. Und natürlich auch alle anderen auch. Prost. Haschisch, haschisch. Der ist heute extrem heiß wieder. Aber es ist wenigstens ein bisschen mehr als mit der Silbernen. Das ist schon angenehm so. Ja, viel verschiedene Kameraperspektiven wird es heute nicht geben, weil in die Richtung kann ich nicht. Da schaue ich genau in die Sonne, also muss ich ein bisschen mit der Sonne schauen. Aber wir werden dann nochmal ein bisschen da oben schauen, mal, was man da sieht. Kurzen Schwenk da oben. Leider, wie gesagt, Viecheln, noch nichts gesehen. Ja, Spechten hört man, Bussard schreien ab und zu. Es ist wieder Leben im Dschungel, merkt man. Ein Gequietsche von den Vogeln. Ja, das ist eigentlich mein Blick vom Baumsteinwecker. Schön da drüben in das Waldstücklein her. Entlang am Wasser. Der Wasserstand ist schon schön zurückgegangen. Und da entlang Viere. Da schreit einer um. Aber da sehen wir jetzt schön Viere entlang des Nebenarms. Eigentlich wunderschön. Aber es ist nichts los, muss ich gestehen. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass da mehr vorbeikommen. Silberreiher vorbeifliegen, Anten, Gäns. Aber eigentlich gar nichts. So, das war es einmal mit den Lackerl. Ja, dann hat man natürlich bei dem Brennpasta immer so ein bisschen Rückstand, bleibt natürlich drin. Das kratze ich meistens mit so einem Steckerl oder was raus. Ups, was sehe ich denn da? Ha. Schaut einmal, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das habe ich jetzt richtig rausgehebt. Das Dosel ist rein, wie wenn es neu war. Super geil, na, nehmen wir natürlich mit Hand, das bleibt nicht da. Wahrscheinlich brauchen wir noch mal was für ein zweites Käfchen. Ja, Freunde, meistens kommt es anders, als man denkt. Ich habe einen Anruf von der Chefin daheim gekriegt, die braucht meine Hilfe. Ist zwar nicht so dringend, aber wisst ihr, wenn die Chefin was braucht, dann hast du Spuren. Ja, macht nichts, ich werde halt sicher jetzt aber jetzt einmal schön langsam zusammenpacken. Schon war gerne noch 2-3 Stunden da geblieben, aber meine Güte, ich habe jetzt Zeit ohne Ende, kann ich immer fortgehen. Und da werden noch so viele schöne Tage lang kommen, was ich genießen werde. Ja, dann packe ich jetzt halt einfach zusammen und ziehe ich wieder durch den Dschungel zurück. Da glaube ich, reicht mir das. Leiberlei, ich glaube, mehr brauche ich nicht anziehen. Also eins, was ich auch noch erwähnen wollte, diese Feuerträger, dieses Brenngel, das rust ehrlich gesagt fast gar nicht. Also das ist natürlich auch ein immenser Vorteil, weil Ruß mag ich nicht so unbedingt. So, dann legen wir wieder zusammen. Ja, Freunde, es braucht es mich gar nicht fragen, was das für Fell ist. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich gekauft habe, der anscheinend auch nicht. Das war ein Mädel. Der hat mein Schaf. Ich glaube eher, das ist entweder eine Ziege oder ein Babykalb. Keine Ahnung, mir hat es eigentlich gefallen. Hat ein paar kleine Löcher drin, ist mir aber ehrlich gesagt wurscht. Und um 10 Euro ist mir das Piepschnurz egal, ehrlich gesagt. Waffe mit den Zeug, Jagen habe ich natürlich alles reingepackt. Das werden wir nicht brauchen. Ja, und jetzt gehen wir mal retour. Noch mal einen Blick, haben wir alles mit. Viel Wuseln brauche ich da nicht, das sehe ich mir nicht, dass ich da war. Also, gehen wir. Ja, Freunde, ich habe jetzt beim Zurückgehen nicht mehr so viel gefilmt. Bin jetzt auch gleich wieder beim Auto. Und ich sage immer,
Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch, die Burm.